müssen weg. Und wo sollen wir hin? Keine Ahnung. Wisst ihr, wo er ist? In einem Lager im Süden. Komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und wie heißt das? Colonia Dignidad. Colonia Dignidad ist ein Film, den ich auf jeden Fall schon länger auf der Uhr hatte, aber jetzt erst so richtig zum Gucken kam, als er auf Blu-ray rausgekommen ist. Er handelt von Lena, einer Stewardess, die im September 1973 nach Chile fliegt, um dort ihren Freund Daniel zu besuchen. Ein Fotograf, der sich aktiv am Protest gegen den General Pinochet beteiligt. Doch als der sich gegen den Präsidenten Salvador Allende an die Macht putscht, wird Daniel vom Geheimdienst verhaftet und in das titelgebende Lager verschleppt. Völlig auf sich allein gestellt, entschließt sich daraufhin Lena, also seine Freundin, ihren Freund dort rauszuholen. Ein schier aussichtsloses Unterfangen, denn das Foltercamp wird von Pinochet selbst begünstigt und steht unter der fanatischen Leitung einer unglaublichen Sekte. Der Anführer heißt Paul Schäfer und hat eine Welt nach seinen Regeln geschaffen, mitten im Nirgendwo. Und wenn ich da hingehe? Würde ich an ihrer Stelle nicht. Vielleicht kommen sie dann nie wieder raus. Komm rein. Obwohl das Schicksal von Daniel und Lena frei erfunden ist, beruht das Ganze von Colonia Dignidad auf einer wahren deutschen, aber auch fast vergessenen Geschichte. Der Sektenführer Paul Schäfer und sein menschenverachtendes Lager, das gab es alles wirklich. Und John Rabe-Regisseur Florian Gallenberger, den ich persönlich sehr, sehr schätze, führt uns mitten rein in das Reich aus religiösen Wahn, Wiederauferstehungslügen, Saufereien und Kindesmissbrauch. Das Ergebnis ist ein wirklich toller Thriller, der straight, schnörkellos und sehr, sehr effektiv erzählt ist. Der Momente wie eine Duschszene von Schäfer mit drei Kindern besitzt, die wirklich absolut bis ins tiefste Mark erschüttern. Der aber wegen seiner Gradlinigkeit dann aber auch ein wenig Tiefe bei den Hauptfiguren vermissen lässt und am Ende ein klein wenig überdramatisch inszeniert wurde. Ich hab dich aufgenommen wie eine Tochter. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Los, los! Alles in allem hat mich Colonia Dignidad aber wirklich sehr gut abgeholt und auch wirklich beeindruckt. Die Schrecken, der Machtmissbrauch, die Unterwerfung, all das schildert Gallenberger, den ich wie gesagt sehr großartig finde, sehr, sehr mitreißend und auch auf der anderen Seite sehr niederschmetternd. Man fühlt sich von der Klasse der Beklemmung zeitweise auch an das Experiment von Oliver Hirschbiegel erinnert. Dafür sorgen dann auch die Schauspieler Emma Watson und Daniel Brühl, sind wirklich großartig und nutzen ihre Ausstrahlung, um sehr gute Identifikationsfiguren zu schaffen und auch Mitleid zu erzeugen. Und Michael Nyquist schmeißt sich auf jeden Fall leidenschaftlich in seine Rolle als kleiner Mini-Hitler rein, dass man ihn ebenso leidenschaftlich verabscheut. Kurzum, so effektiv, verstörend und fesselnd kann großartiges deutsches Kino sein. In diesem Fall sind meine Rankstags Emma Watson, Daniel Brühl, Sekten-Thriller, mitreißend und niederschmetternd. Mal im Ernst, was verdammt ist mit euch los? Wir sind die Bösen. Wir tun sowas. So, ich würde mal sagen, genug jetzt. Kommen wir zum Punkt. Suicide Squad ist für DC ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings nur ein kleiner. Denn er nutzt sein Potenzial nicht richtig aus und leidet wie Batman vs. Superman darunter, dass in einem Jahr all das aufgeholt und aufgebaut werden soll, wofür sich Marvel 8 Jahre Zeit ließ.